Okay, Kriegstreiber Karat. Da ist er. Moment, was ist das da vorne? Es ist Onara. Onara ist hier. Okay. Was macht sie mit Onara? Das wird Balaka und Goret teuer zu stehen bekommen. Boah, es ist laut. Ich drehe mich mal ein bisschen weg. Warum würden sie Onara herbringen? Es sei denn... Garen, ich glaube nicht, dass Balaka vorhat, das Horn zu zerstören. Ich glaube, das ist eine Falle. Wir müssen einen Weg an diesem Wind vorbei finden. Schnell, sei Zeuge von Balaka und Korex Plänen. Viel Glück. Okay, also doch kein mit Zerstörung. So, neue Schultern. Sehr gut. Immer weiter. Na dann, ich bin bereit. Geschafft. Jetzt! Mutter! Die Winde sollen uns tragen. Die Smaragdgärten werden fallen. Die hatten damit gerechnet, dass die Drachen kommen. Okay. Teras Töchter lächeln auf euch herab. Ich werde nicht ruhen, bevor Balaka für seine heutigen Schandtaten gebüßt hat. Das Massaker an meinem Volk, die Blasphemie gegen Onara, der Verrat an unseren uralten Verbündeten. Die Rache wird noch warten müssen. Es gibt gerade Wichtigeres zu tun. Wir müssen den grünen Drachen helfen. Kommt heil zurück. Die Drachen sind über den Ebenen im Westen zu Boden gegangen. Wir müssen schnell zu ihnen gelangen, bevor die Nokut uns zuvorkommen. Wir wollen nicht, dass sie nur wegen Balakas Taten gleich alle Marok als Feind betrachten. Kanamatra! War das das Horn von Rosal? Das weckt ja die Toten auf. Koroles hat Onara gezwungen, Balaka zu segnen. Er lockt die Drachen mit dem Horn in eine Falle. Tumul, berichtet den Kanen in Maruka hiervon. Versammelt die Armeen und marschiert zu den Smaragdgärten. Wir müssen unserem Bündnis mit den Drachen nachkommen. Sonst ist es unser aller Ende. Sofort, Kanamatra. Die Winde ebben ab. Ihr könnt die grünen Drachen schnell erreichen, wenn ihr von hier oben losfliegt. Wir sehen uns dort. Beeilt euch! Ah ja. Da seht ihr mal die Smaragdgärten, ne? Hier unten diese Ecke. Ja, die scheint jetzt Thema zu werden. Ein Glück habe ich die Quest da noch nicht gemacht. Dann kann ich das gleich alles auf einmal machen. Jo, wir sind aber hier gerade in der Nähe von Tour auf den Ebenen. Die gehen wir jetzt mal schnell abgeben, die Tour. Wenn wir so hier in der Nähe sind. Ist für mich dann ein bisschen einfacher, das Questblock zu verfolgen. So. Haben wir weniger Quests drin. Ausgezeichneter Flug, Garen. Daran, wie ihr euren Drachen steuert, sieht man, wie weit ihr es als Drachenreiter geschafft habt. Und die Geschwindigkeit. Ich bin mir sicher, dass ihr nun versteht, wie befreiend es ist, wie ein Drache zu fliegen. Na dann, es gibt noch mehr Orte zu sehen und Rennen zu bestreiten. Nächster Halt, das azurblaue Gebirge. Rennstrecken im azurblauen Gebirge sind eine einzigartige Erfahrung. Die hohen Gipfel, das schneebedeckte Terrain und die dichten Wälder bieten zahlreiche interessante Hindernisse und Herausforderungen. Sucht nach meinem bronzenen Kollegen, wenn ihr dort seid, und probiert
ihre Strecken. So. Also, Azurblaues Gebiet scheint das nächste zu sein. Hier, ne? Da ist auch so ein Jagdauftrag. Ja, jetzt machen wir erstmal hier weiter die Story, aber dann geht's wohl jetzt nach Süden. Ja, ich muss irgendwann mal in die Hauptstadt einfach mal, um die ganzen Geschichten dann doch irgendwie mal weiterzutreiben, die in der Hauptstadt auf uns wartet. Ich glaube, die Hearthstone-Quest ist schon vorbei. Doch, Hearthstone-Jubiläum ist noch da. Ja, vielleicht sollte ich wirklich langsam mal in die Stadt gucken. Na, hier sind so viele Ausrufezeichen. Aber bis jetzt hat mich keiner dahin geführt und gesagt, du musst in die Stadt. Hä? Ich habe doch Sachen freigeschaltet. Wo sind denn die jetzt alle? Ich hatte irgendwas freigeschaltet, das weiß ich noch. Aber, man sieht es nicht als neu. Ah, dann machen wir es demnächst mal. Solange ich keine andere Farbe habe, ist so egal. Vollständige Verwandlung wäre auch geil, ne? Hier so lodernd oder so, oder Sturmfresserin, dann ist man natürlich böse, ne? Aber wir bleiben dran. Sieht schon gut aus, so wie er aussieht. Okay. Grüne Drachen am Boden. Denen wollen wir jetzt helfen gehen. Da sind sie, die grünen Drachen. Bei den Winnern Onaras. Garen, ich hatte ja schon Geschichten über die uralten Drachen gehört. Doch sie so von nahem zu sehen, das sind wahrlich beeindruckende Kreaturen. Erklären wir unsere Situation. Merisra, wir wollen euch nichts Böses. Der Tod eurer Brüder betrübt uns genauso sehr wie der Tod unserer eigenen. Das war Balakar mit seinem Clan, den Nokut. Sie haben ihre Schwäche und Feigheit bewiesen, indem sie sich mit den Primalisten zusammentaten. Wir hofften, unseren Krieg friedlich beizulegen. Aber jetzt sehe ich nur einen Weg. Wir müssen sie auslöschen. Drei Clans stehen euch zur Seite, Tochter des Traums. Terai, Chikar, Onir. Wir vertreiben die Kriegstreiber gemeinsam mit euch. Ich nehme euer Angebot an, Kanamatra. Okay, sie bleibt ganz gechillt. Das Opfer meines Volks wird nicht vergessen. Wir kämpfen gemeinsam. Ja, Sohn des Traums. Hey, der will mir sofort was verkaufen. Seht ihr was von Interesse? Was verlangt ihr von der Kanamatra? Unsere Vorfahren haben gesagt, dass die grünen Drachen gemäßigt und weise waren. Wir haben Glück, dass sie ihren Zorn lang genug zurückgehalten haben, um unsere Seite der Geschichte zu hören. Jetzt, da wir wissen, dass die Primalisten und Nokut unsere gemeinsamen Feinde sind, ist es an der Zeit, sie zu erledigen. Lebt wohl. Ich muss näher ran. Erzählt mir von euren Träumen. Die Primalisten haben also Clan Nokut für ihre Sachen gewonnen. Bisher konnten wir die Primalisten zurückhalten, doch die Nokut haben eine neue Waffe ins Spiel gebracht. Eine Drachentöterballiste. Ich fürchte, dass Soletus nicht der letzte Drache sein wird, der ihrer verdorbenen Sturmmagie zum Opfer fällt. Kommt, ich bringe euch zum Drachenrefugium der Schattenzuflucht. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr von den Nokut wisst, während die Kanamatra ihre Streitkräfte sammelt. Wir müssen uns auf den nächsten Schritt vorbereiten. Okay. Dann wollen wir mal los. Wie fliege ich? Fliegt mit Geritus. Ach, mit dem hier. Wovon habt ihr jüngst gehört?
Meine Mutter ist nett und vertraut euch, aber ich werde euch im Auge behalten. Ich bin bereit für den Aufbruch. Bitte, kommt bald wieder. Kurz nach unserer Rückkehr zu unserem alten Hain im Westen griffen die Primalisten an. Wir besiegten sie wieder und wieder. Die Primalisten wussten, sie würden die Zentauren brauchen, um uns zu besiegen. Die Drachentöter-Balliste der Nokut ist ihr Schlüssel zum Sieg. Die Nokut sind unnachgiebig. Mit ihrer Hilfe konnte Korolevs Primalistenarmee unsere Verteidigung durchbrechen. Die Barriere vor dem uralten Zweig darf nicht fallen. Hinter ihr liegt unser Portal zum smaragdgrünen Traum. Ich will mir nicht ausmalen, was sie damit vorhaben. Unser Refugium liegt voraus. Trefft mich dort. Wir mobilisieren unsere übrigen Truppen. Das hat alles noch nichts mit dem Baum zu tun. Der Baum ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Ich glaube, das ist der neue Weltenbaum oder so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was da passiert. Der Baum ist noch nicht hier mit denen zusammenhängt. So. Wir sind angekommen. So sieht ein grüner Drache aus, wenn er normal rumläuft. Was möchtet ihr von mir? Wir sind da, Sterblicher. Willkommen in den Smaragdgärten. Ruht in Frieden. Wir müssen den Rest des grünen Drachenschwarms informieren, dass die Barriere vor dem uralten Zweig bedroht ist. Geritus und ich haben eine Menge zu besprechen. Garion, ich werde euch mit einem Mal versehen. Die anderen Drachen, die es erkennen, werden wissen, dass ihr mein vertrauenswürdiger Bote seid. Geht und versammelt meinen Schwarm. Er muss davon erfahren und sich auf den Kampf vorbereiten. Sprecht mit Wachhauptmann Aloven, da und so. Dann kriegen wir einen windgeborenen Veleo Drachen. Lehrt euch, wie dieses Reittier beschwört. Das ist ein Reitdrache. Okay. Okay. Ist das dann dieser Drache hier von dem, den ich gemacht habe, oder? Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall neue Drachen. Durch diesen Segen wird mein Volk wissen, dass ihr mit meiner Stimme sprecht. Nun geht, schnell. So, jetzt schauen wir uns mal dieses wunderschöne grüne Gebiet hier an. Smaragdgrün alles hier. Und gechillte Mucke. Ja, sehr gemütliche Musik. Einige nennen mich Käferfänger. Den Sommerkill. Ah ja, genau. Das ist für eine Vorquest, die wir gestern hier angenommen haben. Da ging es darum, dass ein Drache zu alt ist, aber noch seine Welpen füttern möchte. Irgendwie so. Ja, krass. Sind wir echt jetzt im untersten Gebiet. Ich glaube, wir sind bald durch. Ja, wenn wir mal gucken. Hier, Kapitel 3 von 4. Erneuerte Bande. Ist nicht mehr viel. Dann sind wir fertig. Onaras Segen. Genau. Ja, hier noch. Die Festung Nokut. Da ist die. Ah, guck mal da. Stimmt, da waren wir noch nicht drin. Ja, faszinierend. Die ist die ganze Zeit hier zu sehen, aber bis jetzt war die noch kein Thema. Ja, den Rest haben wir alles gesehen. Cool. Es kommt langsam zum Endkampf. Und wir müssen noch durchs Dungeon laufen. Das müssen wir auch noch. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal da hoch irgendwo. Da sollte noch... Da ist irgendein Drache da oben.
Oh, der lässt uns runter. Interessant. Was ist denn hier drin los? Schöne Bibliothek haben wir hier. Hübsch. Eine Drachenbibliothek. Hier sind ja noch viele Drachen. Ich glaube, wenn die alle mitmachen, haben wir eine Chance. Die Zentauren-Clans haben ihre Unterstützung versprochen. Sammelt eure Truppen. Die Primalisten sind vorläufig zerstreut. Im uralten Zweig kehrt wieder Frieden ein. Ich danke euch, Mensch. Ihr habt gehört, was der Mensch gesagt hat. In den Kampf, Drachen. Macht euren Schwarm stolz. So, alle sind auf dem Weg. Das ist schon mal gut. Also 4 Drachen reicht doch, oder nicht? Komm, fliegen wir mal mit dem. Wir könnten zwar jetzt selber runter, aber lassen wir uns mal fliegen. Also wir lassen keinen fliegen, sondern wir lassen uns mal fliegen. Nicht, dass er das falsch versteht. So, wen haben wir denn noch hier? Da haben wir mit Sidra der Heilerin. Da. Ganz ruhig, Mera. Je besser ihr stillhaltet, desto einfacher könnt ihr geheilt werden. Ihr werdet an der Front gebraucht. Der Angriff der Primalisten war gnadenlos. Wir haben durchgehalten, doch er hat uns viel gekostet. Meine Schwester und ich werden Meritas Ruf folgen. Wir folgen euch und kümmern uns um die Verwundeten. Jawohl. Das ist wieder so ein Käfer für die andere Quest. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ist das auch so einer? Nee. Die sind ja nicht wirklich schwer. So, was gibt's denn hier Schönes? Nix. Man muss immer mal in die Läden gucken, ne? Vielleicht gibt's irgendwas Schickes zum Kaufen. So, der nächste bitte. So, eine Quest wieder erledigt und Flugmeister. Der uralte Zweig ist in Gefahr. Bitte helft mir, die Nachricht zu überbringen. Eure Nachricht wird mit dem flinken Schwingen bis in die entferntesten Gebiete des Hains getragen. Alle müssen helfen. Stockentenbote Schüler. Wie süß. Der muss mitlaufen. Ja, der fliegt auch mit. Ja, niedlich. Okay. Ja, der hier hat uns die Quest gegeben mit den Fütterungen. Einige nennen mich Käfer. Wie alt seid ihr? Mein Alter? Ich weiß nicht mehr, wann ich geboren wurde, Jüngling. Ich erinnere mich an die Auf- und Untergänge der Sonne. Ich erinnere mich an Tage der Jugend und ans Altern und Welken. Ich kann nur eins sagen, ich lebe lange genug, um die Gaben des Lebens zu genießen. Ihr zieht Entchen auf. Da geht er einfach weiter. Ich will mit jemandem reden. Garen, ich erinnere mich an die Zeit, in der ich keine Jünglinge aufgezogen habe. Jede Geschichte, jedes Zirpen, all ihr Verhalten. Sie sind Teil von mir, wie ich von den Gärten. Ich sehe mein Ende nahe. Für alle Kreaturen gibt es einen Anfang und ein Ende. Dabei spielt es keine Rolle, wie weit sie auseinander liegen. Einige nennen mich Käferfänger. Oh, schon zurück, wie die Zeit verfliegt. Und ihr habt sogar einige guten Stücke. Knallenten und Piloten werden das Chitin lieben. Meine Tage werden kürzer, doch meine Pflichten sind noch nicht erfüllt. Okay. Die Boot sollte am Fluss sein. Ich habe sie in der Hoffnung dort gelassen, dass es sie selbstständig gar macht. Füttert 4 Entchen und kehrt zurück. Okay. So. Ja, das ist so eine kleine Nebenquest, ne? Dann helfen wir dem alten Baum mal, dass die Entchen wachsen. So, aber wir müssen auch noch ein bisschen questen. Was haben wir denn noch? Da unten müssen wir mit einem reden. Da auch noch und da. Ach, da ist Entchen füttern angesagt. Ja, ist noch ein bisschen unübersichtlich, das ganze Gebiet.
Da sind die Entchen. Jawohl, da sind sie. Hab euch gefunden. Nee, was ist das alles niedlich? Sollen wir auch was angeln oder sollen wir nur Entchen füttern? Was meint ihr? Früher bin ich mit meinen Neffen auch hier bei uns im Wald, im Fluss immer auch mal Entchen füttern gegangen. Heutzutage sind die so groß, die essen die nur noch beim Chinesen als Buffet. Ist schon krass, wie sich Menschen ändern. Ja, der Pilot, der versucht... Pilot versucht zu fliegen, guck. Komm jetzt. Pilot heißt der. Geil. So, alle gefüttert, sehr schön. Oh Gott, die laufen alle hinter mir her. Ich habe noch nichts gemacht. Nein, nein. Hilfe. So, den nächsten sollen wir ansprechen. Achso, mit dem hätten wir eben auch reden sollen. Bringt mich zu Meritas Wacht. Wer ist Meritas Wacht? Fahren wir mal hin. Ne, super. Toll. Okay, bring mich wieder runter. Ich muss ja nur noch dahin. Gut. Jawohl, noch eine Etage. Boah, der sieht beeindruckend aus. Ach, die bewachen den Eingang. Die Aspekte sind zurück. Die Primalisten haben den Angriff anscheinend pausiert. Habt ihr Neuigkeiten über die Schritte? Die Primalisten sind auf dem Vormarsch. Merita ruft den Schwarm in den Kampf. Also noch mehr Blut vergießen. Meine Streitkräfte machen sich auf den Weg. Wir sehen uns zum Gefecht, Magier. Okay. Ja, wo gehen wir zuerst hin? Erstmal zu dem Baum, ne? Upsi. Meine wunderschönen Entchen, ihr seht so stark aus. Pilot, komm, die Zeit zum Spielen ist vorbei. Pilot, weicht nicht von eurer Seite und versucht, sich hinter euren Beinen zu verstecken. Sie hat anscheinend Gefallen an euch gefunden. Aber ich bin der Held der Enten. Ein Moment, irgendwas ist doch. Knallentchen, der Racker muss wieder flussabwärts sein. Egal wie oft ich es ihm sage. Ständig versucht er mit den Funken zu spielen. Funken. Ihr müsst für mich nach ihm sehen. Hoffentlich wurde er nicht wieder verschluckt. Okay. Und zack und go. Danach kriegen wir Pilot als ha, Pet. Wie schön, ein kleines Entchen. Das ist doch cool. Und weiter geht die Storyline. Grüße, Champion. Mein Drachenschwarm ist also bereit. Gut, wir werden unseren Feinden mit allem entgegentreten, was wir haben. Winde der Inseln freigeschaltet. Ihr könnt jetzt Windböen aufspüren und nutzen, die euren Flug umleiten und euch Antrieb gewähren, indem sie eure Geschwindigkeit in Richtung des Windes erhöhen. Und wir kriegen Windgeborene. Ein anderer Drache. Müsst ihr schon gehen? Wind der Insel freigeschaltet. Tada, sehr schön. Die Primalistenfront. Die Kanamatra berichtet, dass sie und ihre Streitkräfte bei den Smaragdgelten angekommen sind. Sie haben Korolett und ihre Primalisten gefunden. Allem Anschein nach sammeln sich einige gewaltige feindliche Invasionen am Strand im Norden. Weise wie sie ist, hat sie mehrere Späher abgestellt. Die verschiedenen strategischen Orte auf dem Schlachtfeld im Blick behaltend. Geht und sammelt ihre Berichte. Trefft mich und meine Streitkräfte anschließend an der Front. Ruhm erwartet uns im Kampf. Und sollten wir erfolgreich sein, Vergeltung auch. Okay, super. Ruht in Frieden. Juhu. Jetzt, das mit den Winden habe ich nicht ganz verstanden. Und das mit dem Drachen noch weniger. Jetzt gucken wir mal, was ich da habe. Ich habe jetzt einen Drachen. Lehrt euch, wie man dieses Reittier beschwört. So, das ist ein Reitdrache. So, Drachen reiten. Aufsitzen.
Favorit setzen. So. Jetzt habe ich also zwei Reitdrachen, oder wie sehe ich das? Ja. Einmal den. Und einmal den grünen. Ja, den kann ich auch benutzen, guckt. Cool. Jetzt haben wir auch einen grünen Reitdrachen. Ah ja, und da ist ein Wind. Okay, der bringt uns nach oben. Interessant. Boah, sogar mit ganz schön Speed, alter Schwede. Das ist ja geil. Okay. Nicht übel. Wir haben einen neuen Reitdrachen. Mal gucken, ob wir den bald auch anpassen können, weil der sieht ein bisschen, ja, wie so ein Hirsch aus. Hirschdrache. So, und jetzt sollen wir hier unten noch was machen. Sucht nach Knallentchen. Ja, komm, bevor wir da richtig Krieg machen. Ah, der sieht satt aus. Der hat die bestimmt. Oh, Zauber. Da läuft er. Da läuft es. Und weg ist es. Gut, wir haben Knallentchen gefunden. Jetzt kriegen wir dann immer entweder das eine oder den anderen Drachen. Ne? Das ist auch gut. Okay. Holen wir uns mal Frontberichte. Ich glaube, ich verstehe das gerade falsch. Hier ist nämlich noch eine Quest. Optional Höhlen durchsuchen. Teramus gefunden. Genau, ich habe nämlich noch eine Quest, wo ich hier noch einen anderen finden soll. Teramus, der Hüter des Garten. Den sucht man nämlich auch noch. Mann, 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 so viele Aufgaben. Und der soll irgendwo hier sein. So, und hier sind Höhlen. Okay. Das Zeug hier habe ich ganz selten. Da freue ich mich immer, wenn ich Krummrinde finde. So. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal diese Nebenquest hier. Teramus. Und das mit der Ente. Ja, und danach dann erst. Da ist. Was waren die? Am Schmusen oder am Kämpfen? Boah, was sind das für eklige Spinnenameisen? Krass. Das ist aber auch mal eklig, oder? Spinnenameisen. Es gibt Sachen, die braucht die Welt nicht. Und was spielt ihr so gerade? Ihr könnt auch übrigens mit Gary Punkten Witze anfordern hier auf dem Kanal. Wir können hier aktiv miteinander Spaß haben. Ihr könnt hier sogar ja, Geräusche einbringen bei Twitch mit dem Sound Manager oder mit dem Sticker Manager sogar Sticker aufkleben. Also ihr habt viele Möglichkeiten hier zu interagieren. So, was haben wir hier? Einen Traumpilz. Den essen wir jetzt. Aha. Und sehen einen Druiden der Klaue hier rumliegen. Vorübergehende Einblicke in den Traum. Ich glaube, der gönnt sich hier. Hm. Ich glaube, der hat hier Pause gemacht, der Druide. Tja, da sollte man lieber mitkämpfen. Immer schlafen. Und der letzten Höhle sollte er jetzt langsamer sein. Ah ja. Da ist er. Seid gegrüßt. Der Druide würdigt eure Anwesenheit nicht. Er wird verschlossen und distanziert. Sein Blick geht ins Leere. Seid ihr Teramus? Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Haben diese Dryaden euch geschickt? Sag ihnen, sie sollen mich in Ruhe lassen. Okay. Welche Dryaden? Hm. Oh, was haben wir da gekriegt? Ein Setzling.
Pflanzt den Samen in ein Stück fruchtbaren Boden auf den Dracheninseln. Fruchtbaren Boden befindet sich oft in der Nähe von Gebieten, die direkt mit dem Drachenschwärmen in Verbindung stehen. Ich muss näher ran. Wer weiß, was genau da wächst. Was weiß ich, was fruchtbarer Boden ist. Das ist das erste Mal, dass ich das finde. So, Celina Knisterblatt. Ihr habt ihn gefunden. Sieht so aus, als wäre er heute wirklich zu nichts zu gebrauchen. Gibt es Ärger? Oh oh. Viele Folgequests, bevor die Hauptstory weitergeht. Und wir sind bei dem Valdraken-Abkommen, ja? Wir sind beim nächsten Ruf im Moment. Bei dem hier unten. Und da kriegen wir als nächstes, ihr könnt nun dabei helfen, die Djiradin während der Weltereignisse der Belagerung der Drachenflugfestung an der Küste des Erwachens zu besiegen. Aber da muss man 70 sein, ne? Also ihr merkt schon, viele Sachen schalten sich hier ab 70 frei. Und ja, Djiradin-Weltereignisse, okay. Hallo. Die Idee meiner Schwester ist bezaubernd, aber Terramus braucht einen echten Muntermacher. Eine großzügige Portion Sauerblüte ist genau das Richtige. Sammel zwei Stücke, ja, okay. Weite Welt. Armer Terramus, ich habe eine Idee, wie man ihn wieder aufmuntern kann. Nehmt dieses Netz und fangt ein paar der einheimischen Springer. Sie sind zwar friedlich, aber schnell. Sie haben sich an der Küste gut eingelebt. Wir werden sie zu Terramus bringen. Er wird buchstäblich von flauschigen Freunden überschwemmt werden. Okay. Ich habe nicht ganz verstanden, was ich alles machen soll, aber flauschige Springer. Und die hier, wunderbar zartes Fleisch, okay. Und so schnell ist man von dem ganzen Angriff der Primalisten abgelenkt. Weil man einfach mal schnell flauschig... Oh, da sind sie, ich habe sie schon gesehen, die sehen aber gut aus. Die sind so ein bisschen wie Tribbles bei Star Trek, habe ich das Gefühl. Guck mal da, wie die aussehen, die sehen fast wie Tribbles aus, wenn die wirklich so flauschig sind. Aber sind die flauschig? Ne, das sind drei Tilienschalen. Hä, haben die nicht gesagt, die sind flauschige Viecher? Ich habe irgendwas verpasst. Die sahen wie Trippels aus, die Reptilienschalen. Aber ich war im falschen Film. Ja, was sind Trippels, ne? Das ist was ein von Star Trek. Müssen hier noch einiges sammeln jetzt. Da sind was. Da. Okay, die sehen nicht wie Tribbles aus. So. Wie fange ich die? Was? Küstling getötet. Territorialer Küstling getötet. Okay. Ein Küstling. Ah, der da. Okay, das kriege ich hin. Ah, der ist 66, der ist wieder grün, aber müsste trotzdem kommen. Jawohl. Und da gibt's neue Beine. Leider Kette. Ich habe kein Ziel. Leider uninteressant für uns. Ich habe ja immer Pech mit sowas, ne? Also mit Drops habe ich ja nur Pech. Das ist bei mir echt schlimm. Ich muss mir das alles herstellen oder irgendwie kaufen oder so, aber Drops, dass man mal richtig Erfolgsdrops hat, ist echt selten bei mir. Okay, fest. Den holen wir uns auch noch, den Pirsch da oben. Er sitzt hier in der Höhle. Greift hier die süßen Bärchen an. Das kann gar nicht sein. Frechheit. Lass die Bären in Ruhe. Boah, jetzt hat er sogar ein Schild. Was geht da?
gar nicht so schlecht. Der hat den Bär gekillt. Was haben wir jetzt? Eine Chitin-Verdammnisbringer. 353. Boah, krass. Jetzt haben wir wieder einen besseren Dolch. Jetzt habe ich das Schildern-Ding wieder verkauft, weil es nicht so gut war. Ach, das ist doch nicht zu glauben. Okay, der Dolch ist richtig gut. Wir brauchen irgendwas für die Schildhand. Dann mal gucken. Ja, die, euch können wir jetzt auch nicht mehr helfen. Tja, was machen wir mit euch? Überlebt ihr alleine oder müssen wir euch einen Kopf kürzer machen? Nein, machen wir natürlich nicht. Ihr Armen. Ah, Mama ist wieder. Mama ist wieder da. Guckt, alles gut. So, tschüss. Ja, wunderbar. Haben wir da auch wieder einen neuen Dolch gekriegt, der leider ein Schildhand-Item braucht. Hier ist wieder so einer. Überall liegen diese Druiden der Klauen rum. Überall, wo man sich Pilze nimmt, pennen diese Druiden. Ist ja witzig. So, eine Sache haben wir erledigt. Was ist der Ruf der Natur? Die Hopfer habe ich schon gefangen, aber das war's noch nicht. Wir brauchen noch Fleisch. Wir brauchen noch Muscheln. Oder Reptoreier oder was auch immer ist. Und dann sind wir langsam fertig. Jawohl. Dieser Baum ist schon interessant, was da los ist, ne? So, ach Gott, das war noch immer kein Fleisch drin. Wie viele müssen wir denn? Ach, da war auch wieder kein Fleisch drin. Also vielleicht Fleisch schon, also das, was wir brauchen zum Craften. Auch gut, ja, also habe ich auch nichts gegen, kann ich auch gebrauchen, aber nicht das für die Quest. So. Dann hat die vielleicht noch Fleisch. Oder da im Wasser. Noch ein bisschen tauchen gehen, was meint er? Könnte ich mal meinen Seepferdchen rufen, können wir mal unter Wasser reiten. Kein Witz, gibt's wirklich. Jawohl, ich habe das Fleisch gefunden. Und alles fertig. Reptilienschalen auch durch. Wir können die Quest weitermachen. Sehr gut. Hallo. Und da sind die Zutaten. Fertig. Zuerst malen wir die Sauerblüte und die Eierschale. Bäh, ich kann die Sauerblüte von hier aus riechen. Nicht doch, das ist der Geruch der Reichhaltigkeit. Nun das Fleisch mit der Paste einreiben und fertig. Hä? Ich kann nicht mit dir reden. Bist du Buggy? Ich geh mal weg und wieder hin. Ah, die weite, weite Welt. Wisst ihr, warum die Sauerblüte unter den Bäumen an der Küste wächst? Die Baumwurzeln fangen eine Fülle von Nährstoffen aus den Wellen auf, die dann wiederum die Sauerblüten ernähren. Dadurch erhalten sie einen unglaublichen Nährwert. Gibt es Ärger? Das Verhältnis von Fleisch und Sauerblüte ist genau richtig. Ah, die weite, weite Welt. Und jetzt können wir Belagerung des Drachenfluchtfesten machen. Wir sind 70, aber dafür haben wir keine Zeit. Was kommt als nächstes? Weil wir wollen ja die Story weitermachen. Als nächstes kommen Gartenwerkzeuge. Ihr könnt 5 kosmetische Waffenvorlagen für Gartenwerkzeuge beim Gümpek in den Gärten der Einigkeit außerhalb von Drachenfluch. Okay. Da können wir also unsere Gartenwerkzeuge stylen. Und dann kommt, ihr könnt Drachenreiter Weltquests auf den Dracheninseln abschließen. Okay. Alles noch kommt. Faszinierend, ey. Ja, natürlich Questreihen werden auch noch dadurch freigeschaltet. Oh mein Gott.
Boah, haben noch